Rohveganen Mozzarella selber machen. So einfach geht's. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. In diesem Video möchte ich dir ein sehr einfaches und geniales Rezept vorstellen, nämlich den Rohkost Mozzarella. Mozzarella stammt ursprünglich aus Italien und wurde früher aus der Milch eines Wasserbüffels hergestellt. Ich freue mich sehr, dass es eine Möglichkeit gibt, weder Büffel noch Kuh melken zu müssen und trotzdem eine super Alternative sowohl in der Konsistenz als auch im Geschmack zu haben. Wir brauchen für den Mozzarella folgende Zutaten: 100 Gramm Cashewkerne, 400 Milliliter Wasser, 2 Esslöffel Flohsamenschalen, 2 Esslöffel Zitronensaft und einen Teelöffel Schabzigerklee. Damit wir da gleich einen tollen italienischen Mozzarella-Tomatensalat daraus machen, empfehle ich dir 4 Tomaten, 15 Basilikumblätter plus etwas Kürbiskernöl und diverse Kräuter zum Drüberstreuen. Auch kannst du gerne Pfeffer verwenden, wenn du das eben als Gewürz nutzen möchtest. So einfach wird dieser nun zubereitet. Die Cashewkerne uneingeweicht zusammen mit dem Wasser, der Zitrone, dem Schabzigerklee und den Flohsamenschalen cremig mixen. Das Ganze dann eine Stunde kalt stellen und schon ist dein Rohkost Mozzarella fertig. Nun schneiden wir die Tomaten in Scheiben und legen immer abwechselnd eine Tomatenscheibe und einmal Mozzarella auf. Viel Freude beim Nachmachen und ich wünsche dir mega viel Spaß dabei. Hat dir dieses Video weitergeholfen, dann freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Gib dem Video einen Daumen nach oben und schreib gern in die Kommentare, falls du irgendeine Frage hast. Ich genieße den Mozzarella und wünsche dir alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.